Hi zusammen. Ich habe mal wieder ein bisschen eingekauft und wollte die Düfte mit euch hier zusammen, ja, wie in den letzten Videos auch schon, auspacken und meinen ersten Eindruck mit euch teilen. Dummerweise sind nur drei der fünf Sachen bislang angekommen. Die anderen beiden scheinen sich noch ein bisschen zu verspäten. Da ich aber der Natur nach ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ich einfach keinen Bock mehr hatte, noch länger zu warten, packe ich mit euch einfach die drei Sachen aus, die ich jetzt hier habe. Ja, noch alles schön in Folie. Und ja, die anderen beiden, die dann noch kommen, entweder in einem anderen Video oder ich spare mir das, weiß ich nicht, werden wir mal sehen. Ist doch ganz angenehm. Ich glaube, mit drei Sachen dauert das ganze Video nicht ganz so lang und ich kann zu jedem Duft vielleicht ein bisschen mehr babbeln als sonst. Oder auch nicht, wir werden mal sehen. Von dem her starten wir rein mit dem ersten Duft. Und zwar ist das dieser Spaß hier aus dem Hause Latafa, der, ich habe es auch hier nebenbei auf Parfumo aufgemacht, der Maillard Natural Intense. Und dieser Duft ist, wenn ich hier ganz richtig schaue, aus dem Jahr 2024, aquatisch fruchtig grün. Das von den Bewertungen her für der Tafa-Verhältnisse. Gut, er hat nur 30 Bewertungen bislang, bei 7,4 einsortiert. Aber ich dachte mir, komm, der ist aus diesem Jahr, ist ganz spannend. Den holst du einfach mal mit. Und die ganze Sache packen wir jetzt hier einmal aus. Ich hoffe, ich bekomme die Folie jetzt hier ab. Ja. Erinnert mich sehr. An Jean Bogotier, wenn ich ehrlich bin, hier mit diesem Dosen-Büchsen-Aufmachungsgedöns. Ja, und das ist schon umgefallen. Ist hier drin die ganze Sache. Also sehr ähnlich zum Jean Bogotier, da hat man sich ein bisschen was abgeschaut. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich kann euch ja einmal die Duftpyramide vorab vorlesen. Ich habe mir diesmal auch so ein paar Teststreifen hier zumindest zusammengeschnibbelt aus alten Karteikarten. Wir haben Melone, Feige, grüne Mandarine, Kokoswasser, Jasmin, Lotus, Seerose, Ambroxan, Moschus, Sandelholz und Vanille. Klingt auf jeden Fall sehr feminin, also blumig, fruchtig und dann noch aquatisch. Das ist tendenziell ein Duft oder eine Duftart, die mir wahrscheinlich nicht so sehr gefallen wird. Ich bin da jetzt sehr, sehr skeptisch und kritisch, um ehrlich zu sein. Aber mal sehen, der Flakon ist recht schwer, der Deckel überraschenderweise auch. Wow, der hat auch gut Gewicht, also Flakon überraschend gut. Und wir werden mal sehen, was uns hier erwartet. Ich werde die ganze Sache natürlich mal aufsprühen. Okay. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Preise weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe, weiß nicht, um die 25 Euro, glaube ich, für den bezahlt. Der war nicht teuer. 25, 30 Euro. Ich kann es ja einblenden, wenn ich dran denke. Und ja, er wirkt irgendwie, er hat was etwas Cremiges gerade an sich. Er wirkt ein bisschen so wie irgendeine Hautcreme oder eine Sonnencreme. Er wirkt sehr leicht, sehr, man bringt gute Laune. Was ist hier los? Irgendwie gefällt er mir, irgendwie gefällt er mir auch gerade nicht. Also dieses Kokoswasser, was hier drauf ist, das bekomme ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber so dieses melonige, fruchtig, frische. Die Melone kommt durch, diese Frische kommt durch, diese Blumigkeit kommt auch durch. Vielleicht schon fast ein bisschen viel für mich, aber. Ja, eine schöne, helle, freundliche, cremige Art und Weise an sich. Also. Erster Eindruck ist okay. Kommt gut. Aber mir irgendwie ein Eckchen zu blumig, um ehrlich zu sein. Na, mal gucken, ich leg den mal weg. Mal schauen. Ich den Flakon eigentlich schon in die Kamera gezeigt. Ah, der ist eigentlich gut, aber irgendwie auch. Also, wenn sich die Blumigkeit hier im Duftverlauf jetzt ein bisschen legt oder vielleicht auch schon in den nächsten Minuten. Das ist doch schön, aber dieses Kokoswasser. Bin ich auch ganz froh drum. Ich bin auch nicht der größte Fan von irgendwelchen Kokoswasserdüften. Das muss auch nicht unbedingt sein. Aber der ist schön leicht, gute Laune. So nach dem Duschen im Sommer, wenn es bullenwarm ist, nach dem Duschen oder wenn man irgendwie rausgeht und nicht so viel vorhat, irgendwie ist es eigentlich ganz, 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 ganz nett. Okay. Und sagen wir, warten mal ab. Ich stelle mir her. Und dann gehen wir einmal zum nächsten Duft und noch ja, die Verpackung. Ja, kann weg, würde ich sagen. Der nächste Duft ist folgender und zwar der Ayayep. Keine Ahnung, ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus. Ihr habt es einmal.
Ich suche mal den einmal nebenbei raus auf Parfumo. AJAYEB. So, AJEB Dubai. Und auch der ist von den Bewertungen für Latara-Verhältnisse jetzt ja, 7,5. Ein kleines Eckchen besser, glaube ich, als der davor. Ich glaube, der war bei 7,4 oder 7,3. Ne? Werden wir sehen, was uns hier erwartet. Duftpyramide, also er ist süß, gourmandig, cremig, so hier eingestuft und eigentlich nicht unbedingt das, was ich jetzt so in Anbetracht der kommenden Wochen und Monate suche, aber ich fand, der klang einfach mega interessant, denn die Duftpyramide gibt folgendes her: Ananas, Safran, Veilchenblatt, Arabica-Kaffee, Butterscotch, geil, Vanille und Sandelholz und ich krieg den gerade irgendwie gar nicht hier jetzt her. Vanille und Sandelholz, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wow, der sieht ja mega gut aus. So sieht der Flakar aus. Und ja, die Bewertungen, die ich mir so angeschaut habe, die waren doch schon recht polarisierend, sagen wir mal so. Okay, der Deckel hier, der wirkt deutlich leichter. Der Flakar, das sieht einfach mega genial aus. Wow. Das ist ja ausgeprägt. Also kann man das sehen, dieses Glas hier, das kommt richtig raus. Der Flakar hier undurchsichtig und dann dieses Glas, was hier einfach mal rauskommt, so ein bisschen angeraut ist. Das, was sich hier einfach auf diesem Flakar drauf aufbaut, das sieht extremst genial aus. Alte Scheiße. Wow. Schau mal, wonach der ganze Spaß hier riecht. Sehr gespannt. Er soll an den Black Phantom von Kilian zumindest orientiert sein. Ganz grob orientiert sein. Mal schauen. Oh, ein bisschen zu hart gesprüht, würde ich fast sagen. Ja, die Ananas kommt durch. Die Ananas und das Ganze so eingebettet in einer sehr schönen Süße. Hat aber irgendwas Stechendes an sich. Also gefällt mir gut. Aber irgendwas sticht hier drin. Wahrscheinlich habe ich einfach nur zu hart hier auf diesen Streifen gesprüht, der völlig durchdrängt. Zwei, dreimal weniger abdrücken. Naja, sicherlich nicht die schlechteste Idee gewesen. Oh, das ist ja eine geile Kaffeenote. Alte Kacke. Boah, erinnert mich an den. Das ist irgendwie so ein griechisch anmutender Name, Tedros. Tedros irgendwas. Ich komme gerade nicht drauf. Kaffee-Edikt, glaube ich, heißt der Duft. Tedros. Kaffee-Edikt. Und diese Kaffeenote kommt hier irgendwie durch. Boah, die ist gut gemacht. Oder die Waldfee. Wow. Oh. Ah, der ist gut. Oh, das ist eine krasse Kaffeenote. Butterscotch, Vanille, Kaffee und so ein kleines bisschen Ananas. Das kommt hier gerade durch. Hals, Maul, ist der gut. Oh. Also, scheiß auf den Streifen. Ich muss den dann nochmal aufsprühen. Halsmaul ist der gut. Oh, das ist ja Wahnsinn. Was ist hier los? Auf meinem Arm wirkt er gar nicht blumig. Der wirkt mega frisch fruchtig. Ganz ehrlich, Freunde, vergesst das mit Papier zu probieren. Das ist arschlos. Das ist komplett arschlos. Oh, also ich korrigiere mich. Die Blumigkeit hält sich in Grenzen. Diese Fruchtigkeit kommt viel mehr durch. Sommer, frisch, ein bisschen cremig. Gute Laune. Sonnencreme bleibt. Geil. Okay. Der ist geil. Der ist richtig geil.
Ja, oh, mega. Kommt sogar ein ganz kleines bisschen, kommt sogar dieses Kokoswasser durch. Bin nicht unbedingt ein Fan davon, aber ist gut. Boah, das ist gut. Ja, gut. Ist gut. Und. Oh, das. Ja. Wir haben ja jetzt noch den hier von Hermès, den Un Jardin sur le Nil. Kann ich ja vorab nehmen. Und boah, der hat jetzt harte Konkurrenz. Also, das wird jetzt schwer für den, glaube ich. Oh, diese Kaffeenote ist der Wahnsinn. Also von allen Kaffeedüften, die ich soweit kenne, die ist spannend, einfach durch diese Butterscotch-Komponente. Oh. Also, Un Jardin sur le Nil, ein Garten am Nil. Den suchen wir jetzt auch einmal raus. Jardin sur le Nil, den haben wir hier. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hab den gesehen, fand den einfach von den Duftnoten her mega spannend, mega aufregend. Und ich dachte, ich probiere den einfach mal. Frisch, grün, zitrisch, grüne Mango, Lotus, Bergerhorn, Kalmus und Weihrauch. Und ja, eigentlich kann ich es mir jetzt sparen, den auf Papier zu sprühen. Ich spare mir das generell immer, Sachen auf Papier zu probieren. Ich probiere fast ausschließlich auf der Haut, außer jetzt hier in diesen Videos, da habe ich diese Streifen, aber ich habe das gerade. Das habe ich gerade verworfen. Also kann ich maximal 4 oder 5 Düfte probieren. Ich habe hier auf der rechts und links auf der Hand schon 2 Düfte drauf von vorhin. Aus der Flakar. 50 ml. Das soll mir reichen. Und ich bin gespannt, auch wo ich den jetzt auftragen soll. Also, ich glaube, den haue ich mir nachher zum Schlafen gehen drauf. Wahnsinn. So, der Garten am Nil. Ich bin sehr gespannt. Ich trage ihn hier auf. Und mal schauen, was mich hier erwartet. Ich wollte einfach noch einen Duft haben, einen leichten. Also, Haltbarkeit, es spielt hier für mich überhaupt keine Rolle, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir völlig Wurst. Ich wollte einen leichten Duft haben, muss ich die Hand weghalten. Ich wollte einen leichten Duft haben, einen schönen, frischen, vielleicht auch kreativen Duft, der mir einfach gute Laune bereitet, der ein bisschen locker Leichtigkeit bringt und auch ein bisschen gute Laune. Und ich hoffe, dass dieser hier das kann. Und das finden wir jetzt einmal raus. Er wirkt sehr grün auf mich. Gleichzeitig auch sehr echt, sehr natürlich, schön zitrisch frisch. Also auf jeden Fall eine andere Mangonote als das, was ich bislang so kennenlernen durfte. Also hier wieder sehr schön, schön Neues. Gefällt mir. Doch, das gefällt mir gut. Sehr schön. Ja. Leichtigkeit. Oh, jetzt. Ja. Oh, das ist wirklich gut. Boah, das ist ein. Also im Sommer, 25 Grad aufwärts, Sommer, blauer Himmel, die Sonne strahlt. Kurz vorm Rausgehen aus der Dusche gehüpft, zack, zack, zack drauf und raus in die Sonne. Oh, das ist gut. Boah, der ist gut. Wenn. Grüne Mango, Lotus, ich weiß nicht, was Bergerhorn sein soll, keine Ahnung, Kalmus und Weihrauch. Diese Mango ist sehr präsent. Eine leichte Blumigkeit, schön grün. Naja, gefällt mir gut. Wow. Sowieso wow. Ist auch cool. Also, von der Bewertung gefällt mir am besten. Platz 2 und Platz Nummer 3. Wie gesagt, zwei Sachen sollten eigentlich noch kommen. Ich habe noch zwei sehr günstige Sachen bei Amazon ausgegraben, die ich für interessant erachte, die ich auch so noch nirgendwo gesehen habe bislang. Sind aber bislang nicht da. Von dem her hätte ich hier gerne mit reingenommen. Aber was soll's? Was soll's?
Hammer. Sehr schön. Hier nochmal der Flakon in die Kamera gehalten. Damit bin ich dann durch für dieses Video. Drei Düfte reichen. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.